Das ist Schule einmal anders. Willkommen zum Test von Jedi Knight Jedi Academy für die Xbox. Dieser Ego-Shooter wurde entwickelt von Vicarious Visions. Zu Beginn des Spiels sucht ihr euch eine Heldin oder einen Held aus, mit dem ihr auf die von Luke Skywalker geleitete Jedi-Akademie geht. Von entspannten Pauken kann aber auch hier nicht die Rede sein, denn die dunklen Sith brüten wieder einen teuflischen Plan aus. So werden die jungen Padawane unter Anleitung von Luke in den Kampf geschickt. Wie ihr gerade gesehen habt, gibt es bei Jedi Knight zwei Ansichten. Benutzt ihr eine Schusswaffe, spielt ihr das Spiel aus der Ego-Perspektive. Wenn ihr lieber mit dem Lichtschwert kämpft, wird in den Third-Person-Modus umgeschaltet. Dabei korrigiert ihr mit dem rechten Analogstick die Kamera. Eine feste Kameraführung gibt es nämlich leider nicht. Aber nicht nur Kämpfen steht auf dem Lehrplan der Akademie. Auch der Einsatz der Macht will gelernt werden. So lernt ihr verschiedene Sprüche, wie zum Beispiel Gegenstände zu euch hinzuziehen oder wegzustoßen. So löst ihr die im Spiel verstreuten Rätsel, die aber nie allzu schwer ausgefallen sind. Auch dunkle Kräfte, wie der berühmte Darth Vader Würgegriff, können benutzt werden. Auf den Verlauf der Handlung hat das aber keine Auswirkung. Bei Jedi Knight gibt es 20 Missionen, die ihr größtenteils in beliebiger Reihenfolge erledigen könnt. Sie sind sehr abwechslungsreich ausgefallen, mal müsst ihr aus Tatooine entkommen oder einen führerlosen Zug stoppen. Die Grafik von Jedi Knight wäre eigentlich gut gelungen, wenn nur nicht die Bildrate häufig in die Knie gehen würde. Gerade im Zuglevel gerät das Geschehen öfter ins Ruckeln. Die Sprecher in den Zwischensequenzen vermitteln teilweise einen etwas gelangweilten Eindruck. Auch ist es etwas seltsam, wenn eine Granate neben euch explodiert, ihr aber nur Stille aus den Boxen eures Fernsehers oder eurer Anlage vernehmt. Verschiedene Multiplayer-Modi gibt es auch. Entweder tragt ihr hitzige Gefechte über Xbox Live aus oder bekämpft euch im Zweispieler-Splitscreen-Modus. Ob Capture the Flag oder einfaches Duell, für jeden sollte hier etwas dabei sein. Der Splitscreen ist aber nicht zu empfehlen, da es neben dem extremen Ruckeln auch noch ziemlich unübersichtlich ist. Jedi Knight ist eigentlich ein sehr gelungenes Spiel, die mäßige technische Umsetzung verhindert aber leider eine höhere Wertung. Explosionen, spannungsgeladene Musik und ein Gefühl, als würde man sich mitten in einem Inferno befinden. Medal of Honor Rising Sun, hier in der Gamecube-Version, beginnt wieder serientypisch bombastisch. Als Corporal Joseph Griffin entkommt ihr nur knapp dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Da ihr euch damit gleich als Held qualifiziert, dürft ihr an einigen sehr wichtigen Operationen teilnehmen. Im Laufe des Spiels verschlägt es euch auf die Insel Guadalcanal, nach Singapur und sogar an die Brücke am Quai, die ihr in die Luft sprengen wollt. Im ersten Level lautet eure Mission, die restlichen Schiffe zu schützen und so viele feindliche Flieger wie möglich vom Himmel zu holen. Das Ganze ist, wie ihr sehen könnt, unglaublich packend inszeniert und lässt eigentlich auf ein ähnlich spannendes Spielerlebnis hoffen. Leider nimmt sowohl die grafische wie auch die spielerische Qualität nach dem fulminanten Intro ziemlich ab. Im Laufe des Spiels werdet ihr häufig kleinere Aufträge erledigen müssen, die allerdings nicht wirklich Grübelarbeit erfordern. Hier müssen wir zum Beispiel ein Panzerrad finden, um das Kettenfahrzeug unserer Kameraden in Gang zu kriegen. Den netten Herrn mit dem Bajonett ignorieren wir jetzt einfach mal. Da ist auch schon das Rad. Und schwupps. Schon ist das Gefährt repariert. Tja, so einfach ist das, einen Panzer zu reparieren. Leider hat man sich nicht viel Mühe gegeben, die Stärken der einzelnen Systeme richtig auszunutzen. Es gibt keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Versionen. Hier seht ihr zum Beispiel die Xbox-Fassung. Die Gebäude der Umgebung sind relativ dürftig texturiert, alles wirkt irgendwie farblos. Dafür hat man sich bei den Charaktermodellen etwas mehr angestrengt.
Gerade auf Guadalcanal, wo ihr euch bei Nacht bewegt, habt ihr so manches Mal mit der schlechten Sicht zu kämpfen. Eure Feinde sind so gut getarnt, dass sie mit der Umgebung verschmelzen und sehr häufig werdet ihr sehen, wie eure Kameraden auf irgendetwas feuern, ihr aber richtige Schwierigkeiten habt, den Feind auszumachen. Das kann auf Dauer etwas frustrieren, zumal ihr eure Gegner häufig treffen müsst, damit sie zu Boden gehen und sie euch selber sehr schnell töten können. Eure Feinde können einiges aushalten und teilen ziemlich hart aus. Damit ihr euch nicht allein gegen die halbe japanische Armee wehren müsst, begleiten euch immer wieder einige Verbündete. Leider ist die KI aller Nichtspielercharaktere, also sowohl Feind als auch Freund, etwas dürftig ausgefallen. Eine riesige Hilfe sind sie also nicht. Manchmal ist sogar eher das Gegenteil der Fall, wenn sie wie hier vor einem Tunneleingang stehen und ihr einfach nicht weiterkommt. Da hilft nicht mal eine Granate. Denn eure Verbündeten könnt ihr nicht verletzen, egal wie häufig ihr auf sie feuert. Aber das soll man ja auch eigentlich nicht tun. Bei all der Kritik wollen wir natürlich auch das Lob nicht vergessen. Es gibt ein paar Abschnitte, die richtig spaßig sind. Wie zum Beispiel hier, wo wir uns auf dem Rücken eines Elefanten durch den Dschungel schlagen. Solche kleinen Dinge gibt es öfter. So müsst ihr eine Fahrt mit einer Rikscha durch Singapur überleben und mit dem Schlauchboot auf Guadalcanal an Land gehen. Auch der Soundcheck ist wieder einmal erste Sahne und sorgt für die richtige Spannung. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr die Qualität der Vorgänger erwartet, werdet ihr sicherlich etwas enttäuscht. Wollt ihr aber einen relativ ordentlichen und recht schwierigen Ego-Shooter, dann könnt ihr zuschlagen. Spielt es aber ruhig vorher erstmal an. Hallo und willkommen zu Counter-Strike für Xbox. Wir haben die Umsetzung des berühmt-berüchtigten PC-Shooters bereits in der letzten Ausgabe getestet und diese Ausgabe reichen wir das Video nach. Ich spiele hier gerade den Trainingsmodus, den ihr offline spielen könnt. Hier übt ihr für den Ernstfall, wie man Geiseln rettet oder Bomben legt bzw. Bomben entschärft und Geiseln bewacht. Wir sind hier gerade auf der Map Italy. Die wurde für den Trainingsmodus leicht modifiziert. Und ich befreie jetzt mal diese zwei Mädels. Finally, let's go! Come on! Okay, let's go! So, das funktioniert alles ganz einfach. Angeklickt und schon laufen die hinter euch her. Da Counter-Strike aber definitiv kein Solo-Spiel ist, wie ihr bereits in meinem Test in der letzten Ausgabe lesen konntet, gehen wir jetzt mal online. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Nachdem ihr euch bei Xbox Live angemeldet habt, könnt ihr im Optimatch noch ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel festlegen, ob ihr mit Bots oder ohne Bots spielen wollt, und dann sucht ihr euch den gewünschten Server raus. Momentan gibt es noch nicht allzu viele Server, vor allem Server mit deutschen Mitspielern habe ich noch etwas vermisst. So, und jetzt stürzen wir uns mal ins Online-Getümmel. Hier seht ihr das Kaufmenü. Dort deckt ihr euch vor jeder Runde mit Waffen, Ausrüstung, Munition etc. ein. Funktioniert übrigens ganz gut. Wie auch die gesamte Steuerung, die man vom PC gut aufs Xbox-Pad übertragen hat. Wir sind jetzt hier Terroristen und ich stürme mal meinem Kollegen hinterher. Da geht's Richtung Bombenplatz A und da müssen wir jetzt auch hin. Das ist übrigens die Spielkarte Aztec, die auf dem PC ein echter Klassiker ist. So, jetzt haben wir den Bombenplatz erreicht. Unser Kollege legt jetzt die Bombe. Und dann müssen wir eigentlich nur noch abwarten, ob die Counter-Terroristen nachrücken und diese dann gegebenenfalls aus dem Weg räumen. Okay, Tag 3. Sie haben jetzt das Kommando vor Ort. Herzlich willkommen zur größten Verhaftungsorgie, die ihr jemals auf einer GamePro DVD gesehen habt. Kurz gesagt, herzlich willkommen zu SWAT Global Strike Team. Im Spiel schlüpft ihr in die Haut des Anführers der Elite-Truppe Tag 3, in der deutschen Version auch als Tag 3 bekannt. Ähnlich wie bei Rainbow Six 3 könnt ihr euren Kameraden per Headset Befehle geben. Da die deutsche Spracherkennung aber so ihre Probleme hat und ich mir selbst nicht gern dazwischen quatsche, werde ich die Befehle per Joypad eingeben. Jeder Richtung auf eurem Digi-Kreuz ist dabei ein Befehl zugeordnet. Wollt ihr diesen Jungen da verhaften, drückt ihr zum Beispiel einfach nach rechts und schon kommt euer Kollege angewieselt und erledigt den Job für euch.
Natürlich ist euer Kollege nicht nur zum Handschellenschleppen mitgekommen. Als Technik-Ass hilft er euch dabei, gewisse Hindernisse zu überwinden, so wie diese computergesteuerte Tür. Einfach auf das Panel zeigen, auf dem Digi-Kreuz nach unten drücken und schon kümmert er sich um das Problem. Da eure Missionen als Polizeieinsätze gelten und die deutsche Version stark geschnitten ist, feuern eure Jungs wahrscheinlich nur mit Gummigeschossen, denn einen Gegner endgültig zu neutralisieren ist fast unmöglich. Zum Glück müsst ihr das auch nicht, denn ihr könnt jeden Gegner zur Aufgabe zwingen. Der blaue Balken am Zielkreuz zeigt euch dabei an, wie sehr dem Gegner die Hose flattert. Ist der Balken voll, lässt sich der böse Bube anstandslos verhaften. Um Gegner dazu zu zwingen, ihre Auffassung von Recht und Gesetz neu zu bewerten, habt ihr drei Möglichkeiten. Entweder ihr brüllt Polizei, Polizei in euer Headset, hämmert auf den blauen Knopf des Joypads oder, bei ganz renitenten Subjekten, helft ihr der Entscheidungsfindung mit ein paar Gummigeschossen nach. Ich zeige euch jetzt mal, wie man Leute fachkundig dazu überredet, ihr schlechtes Leben aufzugeben und sich Justitia zu stellen. Abschließend bleibt mir zu sagen, dass mich SWAT positiv überrascht hat. Die Missionen sind gut strukturiert, abwechslungsreich und spannend. Die englische Spracherkennung funktioniert ebenfalls tadellos. Technisch kommt SWAT zwar keinesfalls an Rainbow Six 3 heran, dafür macht es aber wirklich Spaß, ohne den Spieler zu überfordern. Wir sind auf einen Krieg nicht vorbereitet. Wir werden die Regeln ein wenig ändern. Das hier ist unser Krieg, nicht der Ihre. Wir brauchen weder Städte noch Armeen. Wir haben menschliche Zellen, unsichtbare Waffen für einen unsichtbaren Krieg. Hallo liebe Leser und willkommen bei Deus Ex Invisible War. Hinter dieser Tür, die ihr eben gesehen habt, wohnt Sophia Sack. Das ist so eine Art Gangster-Bossin, die ich eigentlich umbringen soll. Ich schaue mich aber erstmal um. Hier sind nämlich verdammt viele Wachen. Die tun mir noch nichts, weil ich habe ja auch noch nicht angegriffen. Und wenn ich das so genau überlege, sind das eigentlich zu viele, um ein offenes Feuergefecht zu riskieren. Mit den Fluchtwegen sieht es auch nicht gut aus. Ich glaube, ich gehe lieber mal rein und versuche, ob man mit der Dame nicht auch vernünftig reden kann. Wenn Sie nicht hier sind, um seine Schulden zu bezahlen, sollten Sie jetzt gehen. Es sei denn, Sie bringen mir Mr. Blacks Kopf. Was ist Ihnen sein Kopf denn wert? Das war ein Scherz. Ich habe schon seinen Jet. Was soll ich mit seinem Kopf? Haben Sie etwas Geschäftliches zu besprechen? Ich brauche einen Piloten, aber solange Sid seine Schulden nicht bezahlt, kann ich ihn nicht für die Omar arbeiten lassen. Hier, das müsste Ihre Verluste decken. Aber dafür darf ich ihn auch anheuern. Okay. Sie können den Jet haben. Wozu brauchen Sie einen Piloten? Das ist meine Angelegenheit. Na gut. Fliegen Sie mit Sid. Irgendwie bekomme ich mein Geld schon wieder. Er ist ein guter Pilot. Vor allem für unkonventionelle Aufgaben. Okay, für läppische 250 Credits habe ich mir einen harten Kampf erspart. Den Piloten brauche ich übrigens, um zwischen großen Levelabschnitten hin und her zu fliegen. Es gibt auch eine Pilotin, die umsonst fliegt. Die setzt einen aber tendenziell immer an etwas ungünstigeren Punkten ab. Sehr nett übrigens, die herumstehenden Leute unterhalten sich schon mal. Überhaupt ist die Synchro ganz gut gelungen. Warten Sie, hier turnt irgendwo ein Kampfbot der Templer herum. Sie sollten diesen Sektor meiden. Ich kann auf mich aufpassen. Aber warum beseitigt die SSC nicht ganz einfach? Keine Zeit. Die meisten unserer Leute sind im Hauptquartier und kümmern sich um den Gipfel. Okay, ein Kampfbot. Das hört sich ein bisschen gefährlich an. Oh, groß ist er auch noch. Hier liegt eine EMP-Granate, praktisch, gegen Roboter. Wirken nicht auf Menschen, aber sind gut gegen alles, was elektronisch ist, einsetzbar. Die nehmen wir mal in die Hand. Drei Stück. Das könnte reichen. Oh, besser wäre es, er hätte mich nicht gesehen. Die Rakete hat mich zumindest teilweise erwischt. Ich lade mit einer Biomodifikation meine Energie auf. Die Soldaten ignoriere ich erstmal, weil der Roboter wichtiger ist. Zack.
Hier ist gerade nichts los. Eine gute Gelegenheit, euch mal ein paar der verschiedenen Waffentypen zu demonstrieren. Das war der Griesel Hunter, eine Art Pistole. Das ist die MacRail, die verschießt elektromagnetische Impulse gegen Roboter. Ich habe auch Minen dabei, die kann man an den Wänden platzieren. Wenn dann da jemand vorbeikommt, wird sie ausgelöst. Die MP ist gut für schnelle Feuergefechte auf kurze Distanz. Die Energieklinge hilft, wenn mal die Munition für die restlichen Waffen ausgegangen ist. Es gibt auch ein klassisches Scharfschützengewehr mit Zoom und noch viele andere Fernkampfwaffen, die aber zumeist zu viel Munition verbrauchen, etwa der Flammenwerfer. Stellvertretend für die vielen Granatentypen zeige ich euch hier mal eine Blendgranate. Gegner, die davon getroffen werden, sind ein paar Sekunden lang ausgeschaltet, weil sie nichts mehr sehen können. Kann man sich vorstellen. Das hier ist der Bildschirm für die Biomodifikationen. Das sind künstliche Bauteile, die im Körper des Helden stecken. Entspricht ungefähr der Magie in Fantasy-Rollenspielen. Es gibt 6 Kategorien. Man kann in den Kategorien jeweils zwischen 3 wählen. Das ist eine fixe Entscheidung, eine feste Entscheidung. Wenn man sich einmal pro Kategorie für 1 entschieden hat, kann man die anderen nicht mehr wählen. Ich rüste hier gerade meine Kraft auf. Die rot dargestellten Biomodifikationen sind übrigens illegal und können nur auf dem schwarzen Markt benutzt werden. Durch die veränderte Kraft hat sich mein Inventar, man sieht 2 leere Felder, um 2 Felder vergrößert. Das hier ist die Asservatenkammer eines Polizeipräsidiums, schwer gesichert, und ich möchte da jetzt rein, ohne viel Aufsehen zu erregen. Knacke die Tür mit einem Multitool, zack, und schau mal vorsichtig um die Ecke. Ah, da ist eine Kamera. Da das Gebäude voller Polizisten ist, ist es nicht gut, wenn die mich sieht. Ich lade rasch meine Bioenergie mit einer Energiezelle auf. Der Balken oben rechts ist jetzt voll. Und aktiviere ein Thermaltarnfeld. Das macht mich für elektronische Augen unsichtbar. Jetzt kann ich gefahrlos hier ein bisschen herumstöbern. Nun, Munition ist immer gut. Alle Waffen haben übrigens denselben Munitionstyp. Und hier gibt es die Informationen, hinter denen ich her bin. Dann schnappe ich mir noch rasch ein paar Granaten und Minen, die hier zufällig rumliegen. Gehe zur Tür raus und alles ist so, als sei ich nie hier gewesen. So viel dazu. Viel Spaß mit dem Rest der DVD und viel Spaß mit dem Test im Heft. Willkommen auf The Rock. Wer Rainbow Six 3 schon auf der Xbox durchgespielt hat, wird sich jetzt wahrscheinlich etwas verwundert die Augen reiben. Wie schon Splinter Cell wurde auch Rainbow Six 3 für die PS2-Fassung dezent umgemodelt. Das bedeutet hier zum einen, dass die Levels einfach etwas kompakter aufgebaut sind, unnötige Gänge oder Türen wurden einfach weggelassen. Außerdem mussten alle Levels wegen der schwächeren PS2-Hardware im Gegensatz zum Xbox-Original in 2 Abschnitte eingeteilt werden. Nach der Hälfte jeder Mission erwartet euch deshalb eine kurze Ladepause. Um eine Vorstellung von den Veränderungen zu kriegen, seht ihr hier mal eine Szene des ersten Levels im Vergleich. Achtet dabei auch auf die Radaranzeigen der beiden Fassungen. Links die PS2-Version, rechts dieselbe Stelle in der Xbox-Fassung. Auf der Xbox könnt ihr wunderbar mit dem Zulu-Go-Befehl arbeiten und die Terroristen von 2 Türen aus aufs Korn nehmen. Auf der PS2 dürft ihr die Kirche dagegen nur durch eine einzige Tür stürmen. General überholt wurde auch die Möglichkeit zur Spracheingabe übers Headset. Wollt ihr euren Jungs eine Anweisung geben, haltet ihr dazu die Taste L2 gedrückt. So kann das Spiel eure Befehle besser von ungewollten Geräuschen unterscheiden. Bei der Xbox-Version genügte nämlich ein schlecht getimtes Räuspern, um eure Jungs an eine bestimmte Stelle zu schicken. Im Feuergefecht mit Terroristen war das nicht unbedingt hilfreich. Außerdem haben die Jungs vom Rainbow Team die lange Wartezeit zwischen Erscheinen der Xbox- und PS2-Versionen für eine Fortbildung genutzt. Ab sofort nehmen Eddie, Louis und Dieter ihre Befehle auch auf Deutsch entgegen. Neben der deutschen Spracherkennung dürfen sich PlayStation 2-Besitzer auf ein weiteres Bonbon freuen. Den Level Triest, von dem ich euch hier gerade den Anfang zeige, gibt es exklusiv für Sonys Konsole.
Abgesehen davon scheint bei der Portierung allerdings nicht nur die Größe der Levels etwas gelitten zu haben. Achtet mal auf Dieter, vorne links an der Ecke. Der ist gerade von zwei Seiten unter Beschuss und scheint sich nicht so recht entscheiden zu können, welchen Terroristen er aufs Korn nehmen soll. Insgesamt waren wir nicht so angetan von der künstlichen Intelligenz der Teamkameraden. Näheres dazu lest ihr im Heft. Trotzdem gilt aber, wer auf Taktik-Shooter steht und keine Xbox hat, kommt an der PS2-Version von Rainbow Six 3 einfach nicht vorbei. That damn teleporter. Damn, I'm good. Final score, Sam 10, Uglies 0. Der junge Mann, der ebenso lässig durchs Bild geflogen ist, hört auf den Namen Serious Sam Stone und ist der Hauptdarsteller des Ego-Shooters Serious Sam Next Encounter, den ihr hier in der GameCube-Version sehen könnt. Die Hintergrundgeschichte ist dabei schnell erzählt. Sam muss in 32 Leveln, die auf drei verschiedene Epochen verteilt sind, für Ordnung sorgen. Dabei müsst ihr keine nennenswerten Rätsel lösen, keine Verschwörung aufdecken und auch nicht taktisch vorgehen. Alles, was ihr bei Serious Sam tun müsst, double the gun, double the fun, baby. Ist ballern, bis der Daumen glüht. Die abgefahrenen Gegner sind dabei eher als Kanonenfutter zu verstehen. Anstatt euch mit abgefeimter KI in Hinterhalte zu locken, versuchen die Burschen euch durch ihre zahlenmäßige Überlegenheit zu vernichten, so wie ihr es hier gerade seht. Das Spielprinzip ist dabei denkbar einfach gehalten. Meist kommt ihr in ein abgeschlossenes Areal und müsst mit insgesamt 12 Waffen alles umnieten, was sich bewegt. Habt ihr das geschafft, öffnet sich eine Tür und ihr kommt weiter. Damit die Metzelorgie auf Dauer nicht zu langweilig wird, haben sich die Entwickler ein paar spielspaßfördernde Maßnahmen einfallen lassen. So seid ihr zum Beispiel in vier verschiedenen Fahrzeugen unterwegs, rutscht durch die engen Gänge einer Kanalisation oder ihr schnallt euch wie hier die Serious Skates unter und prescht auf Rollschuhen durch die Gegend. Technisch ist Serious Sam auf beiden Konsolen im oberen Mittelfeld einzuordnen. Die Grafik ist recht hübsch anzusehen und das Geschehen bleibt auch im dicksten Gegnergetümmel absolut flüssig. Auf dem GameCube sieht Serious Sam dank schärferer Texturen und mehr Effekten deutlich besser aus als auf der PS2. Storm für die PS2. Das Spiel gibt es bereits seit 1,5 Jahren für den PC, es ist also keine komplette Neuentwicklung. Die Programmierer von Rebellion haben aber immerhin das Leveldesign und die künstliche Intelligenz der Gegner gegenüber der PC-Version etwas aufgebohrt. Kurz zur Story des Spiels: Es ist 1964 und der Erste Weltkrieg dauert immer noch an. Als US-Leutnant James Anderson stellt ihr euch den deutsch-russischen Truppen. Der Spielablauf ist von geradliniger Dauer-Action geprägt. Wer auf einen taktisch angehauchten Militärshooter hofft, liegt also falsch. Mit einer von 14 realistischen Waffen im Anschlag ballert ihr euch durch 19 kurzweilige Levels. Dabei werdet ihr tatkräftig von KI-Kameraden unterstützt. Die Jungs rücken eigenständig vor und greifen automatisch in den Kampf ein. Der Realismus hält sich in Grenzen, es gibt Medipacks und Munition im Überfluss, die Waffen verziehen beim Schießen kaum. Ihr dürft zudem stets so viele Wummen mit euch führen, wie euch abgeschossene Gegner hinterlassen. Allerdings darf im Arsenal immer nur ein schweres Kaliber mit von der Partie sein, etwa ein Raketenwerfer. Das Mittendrin-Gefühl und die Kriegsatmosphäre kommen ziemlich gut rüber, wozu die bombastische Soundkulisse ordentlich beiträgt. Wer das entsprechende Equipment sein eigen nennt, freut sich über räumlichen Dolby Pro Logic 2 Sound. Recht innovativ finde ich die sogenannten halluzinogenen Granaten, die ihr selbst einsetzen dürft oder die euch der Feind entgegenschleudert. Explodiert so eine Granate, wird eure Sicht für kurze Zeit stark eingeschränkt und das Bild verschwimmt, wie hier zu sehen.
Die Missionsziele sind etwas altbacken. Ihr müsst beispielsweise eine Waffenfabrik zerstören, einen bestimmten Gegner eliminieren oder ein Gebäude namens Wolfenburg erforschen. Falls ihr jetzt an einen indizierten Shooter von ID-Software denkt, kommt das bestimmt nicht von ungefähr. Dabei greift ihr ab und an auch auf stationäre Geschützstellungen zurück und zerlöchert eure Widersacher gleich reihenweise. Meist hetzt ihr jedoch durch Schützengräben oder dunkle Gänge und säubert diese von feindlichen Soldaten. Die KI der Gegner ist für erfahrene Action-Spieler keine Herausforderung, da wäre mehr drin gewesen. Das trifft auch auf die Grafik zu, vor allem die tristen Texturen hinterlassen einen faden Eindruck. Dafür gibt's ganz nette Wetter- und Waffeneffekte zu bestaunen. Der Multiplayer-Modus ist leider misslungen, hier darf man nur im Splitscreen gegeneinander antreten, eine Online-Option wird nicht unterstützt. World War Zero Ironstorm ist sicherlich kein zweites Medal of Honor, aber durchaus ein brauchbarer, schnörkelloser Ego-Shooter mit dichter Atmosphäre. Breakdown für die Xbox sieht aus wie ein ganz normaler Ego-Shooter. Sowas erlebt ihr allerdings in keinem anderen Spiel dieser Machart. Ihr seid Versuchskaninchen in einem streng geheimen Forschungsprojekt zur Erschaffung von genmanipulierten Supersoldaten. Zu Beginn des Spiels könnt ihr euch an nichts erinnern, da die Wissenschaftler euer Gedächtnis gelöscht haben. Zum Glück seid ihr allerdings ein Meister im Nahkampf und hervorragend geschult im Umgang mit Feuerwaffen jeglicher Art. Als nämlich feindliche Soldaten das Gebäude stürmen, geht es um Leben und Tod. Anhand dieser Sequenz hier könnt ihr ganz gut sehen, was Breakdown von herkömmlichen Ego-Shootern abhebt. Wow, you're a mess. But at least you're still breathing. Mehr noch als bei anderen Shootern werdet ihr nämlich bei Breakdown richtig ins Geschehen hineingezogen. Und was jetzt folgt, dürfte in der Geschichte der Videospiele wohl einmalig sein. Okay. Now it's time to lose your lunch. Ein weiser Mann hat mal gesagt, gut gekotzt ist halb gefrühstückt. Im Gegensatz zu der faszinierenden Zwischensequenz am Anfang ist der Rest des Spiels allerdings erschreckend mittelmäßig geworden. Hakelige Steuerung, verwaschene Texturen und übles Kantenflimmern zeugen nicht gerade davon, dass die Entwickler sich intensiv mit der Xbox-Hardware befasst haben. Mit der mittelmäßigen Programmierung könnte man sich gerade noch so abfinden, wenn der Rest des Spiels entsprechend spannend wäre. Doch linearer Levelaufbau und fast nicht vorhandene Intelligenz der spärlich verteilten Gegner lassen ziemlich schnell Langeweile aufkommen. Auch die interessante Idee, Prügeleinlagen aus der Ego-Ansicht einzubauen, kann das Spiel nicht retten. Dazu sind die Beat'em-up-Sequenzen einfach eine Spur zu unübersichtlich geraten. Breakdown ist ein idealer Kandidat zum übers Wochenende aus der Videothek ausleihen. Kaufen sollte man es sich zum Vollpreis nämlich auf keinen Fall. Das neuartige Ich-Gefühl des Spiels sollte man aber trotzdem mal erlebt haben. Hallo Leute, ihr kennt mich, ich bin keiner von denen, die gerne mal meckern. Manchmal allerdings wird selbst meine Engelsgeduld von Spielen auf die Probe gestellt. Aktuelles Beispiel ist Unreal 2 für die Xbox. Während meiner Testphase hatte ich fast den Eindruck, als wollte Unreal 2 einfach nicht gespielt werden. Hier seht ihr mal, was man alles über sich ergehen lassen muss, bevor es überhaupt losgeht. Endlose Zwischensequenzen voller Gesülze, Sprecher, die ihren Job noch schlechter machen als ich und eine der beknacktesten Fragen, die je in einem Videospiel gestellt wurde. Achtet mal auf den Tonfall. Das ist die M700. Was ist mit der Gasgranate? Was damit ist, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich denke, wir gucken uns jetzt mal das Spiel an.
So, mittlerweile sind wir in einem Forschungslabor angekommen, wo wir nach dem Rechten sehen sollen. Abgesehen von dem Schlumpf im blauen Anzug sind alle anderen Crewmitglieder des Labors tot. Da haben wir's. Die Crewmitglieder werden sich wahrscheinlich über die Micker-Animationen von Anton Ameise und seinen Freunden totgelacht haben. Anders kann ich mir das zumindest nicht erklären. Mal im Ernst, Leute. Unreal 2 auf dem PC war ein echter Hingucker. Unreal 2 auf der Xbox ist das leider nicht. Die Level sind zwar hübsch gestaltet und der Sound geht auch in Ordnung, aber Gegner, die sich bewegen wie eine Aufziehpuppe mit Sand im Getriebe, killen nun mal jede Atmosphäre. Schaut's euch mal an. Leider hat Unreal 2 auf der Xbox noch einige andere Probleme. Wenn es auf dem Bildschirm mal richtig rund geht, verwandelt sich das Spiel in eine absolute Ruckelorgie, wodurch es schwierig wird, mit einer der insgesamt 9 Waffen einen Treffer zu landen. Größtes Manko ist allerdings die Spieldauer. Nach 6 Stunden habt ihr den Solo-Modus durchgespielt. Mein Tipp, wenn ihr einen richtig guten Ego-Shooter auf der Xbox spielen wollt, kramt lieber Halo nochmal raus. 60 Euro für Unreal 2 sind echt ein bisschen viel. Zumal ihr die deutlich hübschere PC-Version schon für 10 Euro in diversen Warenhäusern nachgeschmissen kriegt. Überlegt euch also gut, wofür ihr eure Kohle anlegt. Für Multiplayer-Fans gibt es noch einen Koop-Modus, der allerdings auch niemanden vom Hocker haut. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal ein paar Szenen davon. In der Welt der geheimen Einsatzkommandos weiß man niemals, wem man vertrauen kann. Der Befehlskette, Informanten, dem Fremden auf der Straße. Manchmal ist selbst die Rückendeckung nicht auf deiner Seite. Mein Mantra: Vertraue niemandem. Commander Frank Hayden hier. Willkommen zu meinem Albtraum. Commander Bernd Fischer hier. Willkommen zum Test von Shadow Ops Red Mercury für die Xbox. Nach all den Taktik-Shootern wie Rainbow Six und Co. ist Shadow Ops wieder einmal ein geradliniger, spannender Shooter, bei dem nur eines zählt: der nackte Kampf ums Überleben. Hier seht ihr übrigens das coole Intro, das schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die genial inszenierten Zwischensequenzen gibt. Zieht es euch einfach ganz kurz rein. Hey, du stehst noch! Du bist derjenige, den ich auf der Bar ausgeflogen habe. Wie geht's dir? Bereit zum Einsatz, Sir! Nach dem kurzen Filmschnitzel geht es auch schon direkt los mit der Action. Eure Aufgabe ist es, einem üblen Gangster das Handwerk zu legen, der es auf das Quecksilber Red Mercury abgesehen hat. Mit Red Mercury ist es möglich, tragbare Atomwaffen herzustellen, was natürlich schlimme Folgen hätte. Also zieht ihr mit euren Teamkollegen los. Diese könnt ihr aber nicht selbst steuern, der Held des Spiels bleibt der einzig spielbare Charakter. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, geht es bei Shadow Ops nicht gerade zimperlich zu. Gerade bei Häuserkämpfen fallen aus jeder Richtung feindliche Schüsse und nur wer einigermaßen vorsichtig agiert, hat auf lange Sicht eine Chance. Ihr müsst auf die Scharfschützen ebenso achten wie auf die mit Raketenwerfern bewaffneten Feinde, die euch gerne in die Luft jagen würden. Insgesamt stehen 20 Waffen zur Auswahl. Bei Missionen, die ihr alleine bestreiten müsst, werden eure Knarren teilweise mit Schalldämpfern ausgestattet.
Wer nicht schießen mag, kann auch den Kolben seines Gewehrs einsetzen. Nach einem zünftigen Treffer auf die Backe sind diese dann unglaublich müde und müssen sich kurz mal hinlegen. Insgesamt gibt es 20 Solo-Missionen, die größtenteils noch in einzelne Abschnitte unterteilt sind. Die Schauplätze reichen dabei von staubigen Wüstenstädten über tropische Dschungellevels bis hin zu verschneiten Gegenden in Russland. Egal, ob es sich um eine ruhigere Mission oder schweißtreibendes Gemetzel handelt, Shadow Ops ist zu jeder Zeit unglaublich spannend und intensiv, was auch an der wuchtigen Dolby-Digital-Abmischung liegt. Für den Sound wurde der Tontechniker von Black Hawk Down engagiert, der ein noch nie dagewesenes Mehrkanalgewitter auf eure Boxen loslässt. Raketen zischen durch euer Zimmer und schlagen mit explosiver Kraft in der linken hinteren Ecke ein. Hubschrauber fliegen so dicht an euch vorbei, dass ihr euren Kopf einziehen wollt. Mit anderen Worten, der Sound macht euch fertig und zieht euch so ins Spiel hinein, dass ihr gar nicht mehr aufhören wollt. Eindeutig die neue Soundreferenz. Die Grafik kann da leider nicht mithalten. Obwohl die Levels ganz hübsch sind, können die kantigen Charaktermodelle niemand mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Leider bricht auch die Bildrate bei höherem Gegneraufkommen drastisch ein. Davon abgesehen steuert sich Shadow Ops sehr präzise, auch im heftigsten Kampfgetümmel habt ihr immer die volle Kontrolle. Für Mehrspielerfreunde gibt es auch genug zu tun. Über Netzwerk, Splitscreen oder Xbox Live können bis zu 8 Spieler in den Kampf ziehen und die typischen Modi wie Capture the Flag oder Deathmatch ausprobieren. Obwohl Shadow Ops das Ego-Shooter-Genre nicht gerade neu erfindet, kann es jedem ans Herz gelegt werden, der auf schnelle, kompromisslose und spannende Action steht. You don't move. Kennt ihr den hier? Das ist Steven Seagal, wortkarger Actionstar der späten 80er und einer meiner ganz großen Filmhelden von damals. Als leicht beeinflussbarer Schüler habe ich mir sogar die Haare wachsen lassen und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ganz so wie Steven. Und so sieht Steven heute aus. Er hat zwar immer noch die mimische Bandbreite eines Vollkornbrötchens, hat sich über die Jahre aber auch einen gewaltigen Ranzen angefuttert und darf jetzt nur noch in billigen Videopremieren mitspielen. Aber Gott sei Dank gibt's ja jetzt einen Ersatz für ihn. Nämlich ihn hier, Vin Diesel. Mit einem einzigen Gesichtsausdruck, den er dafür aber überzeugend drauf hat, ist er ein würdiger Nachfolger und spielt in tumben, aber unterhaltsamen Actionkrachern wie XXX oder The Fast and the Furious mit. Und jetzt hat er sogar sein eigenes Videospiel bekommen. Willkommen in Butcher Bay, einem Hochsicherheitsgefängnis auf einem trostlosen Wüstenplaneten irgendwo am Rande des Universums. Der Sträfling, durch dessen Augen wir den Einmarsch in die Besserungsanstalt und den ganzen Rest des Spiels sehen, ist Richard B. Riddick, ein skrupelloser Massenmörder, dargestellt von Vin Diesel. Wer eine Xbox besitzt und spannend inszenierte Ego-Shooter mag, wird The Chronicles of Riddick – Escape from Butcher Bay jedenfalls ganz sicher lieben. Was der Ego-Shooter, der im Prinzip die Vorgeschichte des Science-Fiction-Horrorfilms Pitch Black erzählt, außer einer wirklich hammermäßigen Grafik noch zu bieten hat, will ich euch im folgenden Video mal zeigen. Kaum im Knast angekommen, schmiedet der muskulöse Glatzkopf auch schon Pläne für seinen Ausbruch. Dazu muss er mit den anderen Häftlingen zusammenarbeiten und kleine Gefälligkeiten erledigen. Für diesen zwielichtigen Gesellen hier soll Riddick beispielsweise einen Knastbruder umbringen, der sich zurzeit in Einzelhaft befindet. Zum Dank für diese kleine Aufmerksamkeit kommt Riddick an eine Klinge, mit der er sich unter den anderen Knastis gehörigen Respekt verschaffen kann. Da ein Auftragsmord moralisch aber ziemlich verwerflich ist, zwingt euch das Spiel nicht zu der Tat. Es bleibt euch überlassen, ob ihr euch als knallharter Killer eine Waffe besorgt oder den Gangmitgliedern, mit denen ihr es zu tun bekommt, mit bloßen Fäusten gegenübertretet. Wie so ein Kampf aussieht, zeige ich euch gleich. Zunächst werfen wir aber noch einen Blick in den grafisch hübschen Gefängnishof. Im Kampf Mann gegen Mann benutzt ihr eure Fäuste, auf dem Controller ist das die R-Taste, um den Gegnern mit fiesen Kombos, also R-Taste in Kombination mit dem linken Analogstick, die Kauleiste zurechtzurücken.
Besonders wichtig im Nahkampf sind Konter-Moves, mit denen ihr euren Gegner festhaltet und ihm beispielsweise das Messer in den Hals rammt oder ihm mit dem eigenen Gewehr eine Ladung Blei durch die Eingeweide jagt. Wer den Film Pitch Black gesehen hat, weiß von Riddicks besonderen Augen, die in der Dunkelheit wie ein Restlichtverstärker wirken. Im Spiel könnt ihr diese Fähigkeit erst ab einer bestimmten Stelle einsetzen. In dunklen Gängen und während Schleicheinlagen ist sie dann aber unverzichtbar. An einigen Stellen mutiert Chronicles of Riddick vom futuristischen Knastabenteuer zum atmosphärischen Vorgeschmack auf die kommende Shooter-Hoffnung Doom 3. So zum Beispiel tief unten in den Minen des Gefängnisses, wo ihr mit der Flinte im Anschlag durch dunkle, monsterverseuchte Gänge schleicht. Wenn ich jetzt mal den Nachtsichtmodus ausschalte und auf die Taschenlampe zurückgreife, könnte man tatsächlich meinen, man hat eine Szene aus Doom 3 vor sich. Die meiste Zeit müsst ihr euch jedoch mit den Gefängniswärtern und dem Sicherheitspersonal herumärgern, das euch dummerweise an eurer Flucht hindern will. In ruppigen Schießereien zeigt ihr den Jungs, dass Riddick nicht grundlos der meistgefürchtete Schwerverbrecher des Universums ist. Geübte Spieler sehen zwar nach etwa 7 bis 8 Stunden bereits den Abspann, doch dafür ist das Spiel kurzweilig und ziemlich spannend inszeniert. Im Prinzip ist Chronicles of Riddick das Videospiel-Äquivalent eines guten Actionfilms. Es sieht gut aus, hat einige tolle Knalleffekte und unterhält von der ersten bis zur letzten Sekunde. Unverhofft kommt oft. In meinem Test zu Rainbow Six 3 hatte ich mir sehnlichst eine Missions Disc gewünscht. Kaum ein halbes Jahr später ist sie da. Das Ganze nennt sich Rainbow Six 3 Black Arrow und sollte für knapp 30 Euro beim Softwarehändler eures Vertrauens auf euch warten. Da zum Zeitpunkt des Tests die Online-Modi noch nicht verfügbar waren, dreht sich dieses Video ausschließlich um die Singleplayer-Kampagne. Wie beim Vorgänger schlüpft ihr dabei in die Uniform von Domingo Chavez und müsst das Team Rainbow durch 10 Einsätze, in denen Terroristen bekämpft, Bomben entschärft und Geiseln befreit werden müssen, leiten. Da ihr nicht zwischen den einzelnen Teammitgliedern hin und her schalten könnt, müsst ihr euren Kollegen Anweisungen geben. Das funktioniert entweder per Spracheingabe mit einem Headset oder über Knopfdruck und einfache Menüs, so wie ich es euch gleich zeige. Um Positionsangaben zu machen, zielt ihr einfach auf einen Punkt und drückt den A-Knopf. Kurze Zeit später trappeln eure Kollegen an den von euch ausgewählten Punkt. Für spezielle Aktionen, wenn ihr zum Beispiel eine Tür öffnen wollt, visiert ihr die Tür an, wie ich es gerade mache, haltet den A-Knopf gedrückt und wählt die gewünschte Aktion aus. In diesem Fall Open Flash and Clear, was so viel bedeutet wie macht die Tür auf, schmeißt eine Blendgranate rein und räumt den Laden auf. So, hier könnt ihr es sehen. Jetzt kommt gleich die Blendgranate. Möglichst weggucken, sonst werdet ihr auch geblendet, aber ich stehe auf den Effekt. Und dann geht's auch schon weiter. Im Gegensatz zu anderen Taktik-Shootern könnt ihr euch bei Black Arrow voll und ganz auf die Intelligenz eurer Teamkameraden verlassen. Die Jungs decken selbstständig nach allen Seiten ab und nehmen sofort alles unter Feuer, was auch nur ansatzweise nach einem Terroristen aussieht. Hier haben wir jetzt gerade einen Terroristen gefangen genommen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie eure Teamkameraden mit den Bösewichtern aufräumen. Roger, schon unterwegs. Kontakt. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass alle Taktik-Shooter-Fans sich Black Arrow zulegen sollten. Technisch hat sich, abgesehen von der überarbeiteten Gegnerintelligenz, zwar nichts getan, dafür ist der Titel unverschämt günstig und bietet gerade Taktik-Einsteigern eine preiswerte Möglichkeit, ins Genre reinzuschnuppern. Wer mehr über Rainbow Six 3 Black Arrow erfahren will, sollte mal ins Heft gucken. Macht's gut! Auf dem Weg! Ich bin bei dir! Die Zeit der Vietnam-Shooter ist lange nicht vorbei. Neben Shellshock und Man of Valor kommt demnächst noch Vietcong Purple Haze. Das Spiel erscheint am 24. September für PlayStation 2 und Xbox. Ähnlich wie bei Rainbow Six und Co. handelt es sich bei Vietcong um einen Taktik-Shooter. Allerdings seid ihr hier nicht mit einem Spezialkommando unterwegs, sondern leistet gerade euren Beitrag für die Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg. 19 Missionen gibt es, größtenteils spielen sich diese im dichten Dschungel ab.
Einige Einsätze führen euch aber auch beispielsweise an eine Hafenstadt oder einen Tempel. Hey, this is Fist Alpha. Do you read it? Wichtig bei eurem Einsatz sind eure Kameraden. Jeder einzelne von ihnen hat eine feste Aufgabe. Der Funker verbindet euch auf Knopfdruck mit der Hauptzentrale, euer Wegweiser macht euch auf Fallen oder versteckte Feindstellungen aufmerksam, euer MG-Schütze ist für den Grobearbeit zuständig und der Arzt heilt schnell eure Wunden. Über ein simpel gehaltenes, einblendbares Menü gebt ihr euren Mitstreitern Anweisungen. Das funktioniert meistens einwandfrei, manchmal verhält sich die KI aber etwas bockig. So kann es schon mal passieren, dass sie euch nicht hören wollen oder dass euer Schütze einfach nicht schießen will. Leider ist es auch so, dass sich das Spiel selbst viel von der Geschwindigkeit nimmt. Wenn ihr nämlich eurem Wegescout beauftragt, euch sicher zu führen, lauft ihr dem lahmen Spaziergänger minutenlang im Schneckentempo hinterher. Und wenn ihr auf eigene Faust loszieht, steckt ihr unfreiwillig mehr Treffer ein, als euch lieb ist. Im Grunde genommen könnte Viet Cong Purple Haze ein solider Taktik-Shooter sein. Dem Spiel fehlt es nur an einer wichtigen Sache: Atmosphäre. Das liegt nicht unbedingt einmal an der durchschnittlichen Grafik, die die beiden Konsolen in keinster Weise beansprucht, sondern vielmehr am unspannenden Ablauf. Ob ihr jetzt eine Falle entdeckt oder von einem Gegner überrascht werdet, schockt euch in keinster Weise. Es plätschert alles so vor sich hin, hier und da mal ein Schusswechsel und das war's. Dafür ist der Sound ganz nett, besonders der Lizenz-Soundtrack mit damaligen Hits hat uns sehr gut gefallen. Das ist dann auch das Einzige, was ein bisschen 60er-Jahre-Feeling ins Wohnzimmer bringt. Wer also unbedingt einen neuen Vietnam-Shooter braucht, sollte das Spiel mal antesten oder besser gleich auf Man of Valor warten. Viet Cong kommt übrigens komplett ungeschnitten, freigegeben ab 16 Jahren auf den deutschen Markt. Die Gewaltdarstellung ist nicht übertrieben, trotzdem spritzt bei Treffern etwas Pixelblut. Und bei den einzelnen Trefferzonen am Körper geht es auch schon zur Sache. Obwohl die Anzahl der Kugeln, die eure Feinde einstecken können, teils lachhaft hoch ist, sacken sie zum Beispiel bei Treffern ins Knie realistisch zusammen. Sie war kurz, aber nicht minder heftig. Die Rede ist von der Vietnam-Shooter-Welle, die in den vergangenen Monaten über die Konsolensysteme hereingebrochen ist. Man of Valor Vietnam für die Xbox markiert dabei das vorläufige Ende des Vietnam-Booms auf Konsolen. Ihr übernehmt die Rolle des jungen Afroamerikaners Shepard, der zusammen mit seinen Kameraden versucht, die Hölle des Dschungelkriegs zu überleben. Zusätzlich zu den Ego-Shooter-Standards wie Zoom haben die Entwickler auch ein interessantes Feature aus Ataris Shadow Ops Red Mercury übernommen. Mit Druck auf die L-Taste könnt ihr euch hinter Objekten verschanzen, so wie ich gerade hinter diesem Baum, und dann mit den Richtungstasten kurz hervorschnellen, um ein paar Schüsse abzugeben. Ebenfalls interessant ist die Art, wie ihr an neue Munition bzw. Medipacks kommt. Diese müsst ihr euch nämlich von euren Feinden oder gefallenen Kameraden besorgen. Habt ihr eine Leiche entdeckt, müsst ihr diese durch Druck auf die Y-Taste durchsuchen und frischt so eure Vorräte auf. Das ist nicht eben die feine englische Art, aber durchaus realistisch. Natürlich müsst ihr dabei darauf Acht geben, nicht von anderen Gegnern erwischt zu werden. Die Lebensenergieanzeige links unten im Bild. Werdet ihr getroffen, verliert ihr einen Teil eurer Lebenskraft. Anders als in anderen Genrevertretern könnt ihr einen Teil der Lebensenergie zurückgewinnen, indem ihr euch durch Druck auf die B-Taste verarztet. Ich zeige euch das gleich mal. So, jetzt drücke ich B und die Energie füllt sich auf. Man of Valor bietet 16 abwechslungsreiche und sehr anspruchsvolle Missionen, eine gute Soundkodierung und Hammer-Atmosphäre. Leider krankt der Titel an der Technik. Wenn auf dem Bildschirm einiges abgeht, so wie jetzt gerade, schaltet die Bildwiederholungsrate gern mal 3 Gänge zurück. Dadurch erschwert sich das Zielen und der ohnehin schon sehr anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad schnellt nochmal deutlich nach oben. Für Fans vielleicht interessant, alle anderen greifen zur haushoch überlegenen Konkurrenz.